Hallo und willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo, so mal für zwischendurch. Und zwar habe ich jetzt heute hier die bengalisches Feuer, vier Stück von Panda Feuerwerk. Das sind so Kategorie F1 Sachen. Und ja, ich hole sie einfach mal raus. Vielleicht erst nochmal die Rückseite angeschaut. Brenndauer 90 Sekunden. Ich werde es messen wieder. Dann haben wir hier Rot, Gelb, Violett, Blau mit unterschiedlicher NEM. Ja, ich habe schon mal nachgeschaut. Gelb 11,5, Rot auch, Blau 13,5, gleich 2 Gramm mehr und die Violette 12,5, 1 Gramm mehr. Wahrscheinlich braucht man für so einen Blauton etwas mehr anderes noch dazu. So sehen die jetzt aus. Von der Aufschrift entnehmen wir, dass man sie in den Boden stecken soll und sich einen Meter entfernen soll. Im Englischen steht hier allerdings in der Hand, kann man sie halten, wenn ich das richtig übersetze. Wie es aussieht, ist hier oben die Anzündung. Der Teil ist wahrscheinlich der Effektteil und das ist wahrscheinlich ein Handgriff. So werde ich das auch machen. Ja, und weil das Video sonst zu lange geht und das eh keiner anguckt, mache ich immer nur eins. Und heute gibt es das Purple Bengalische Feuer, das lilane, violette, wie man will. Viel Spaß damit. Okay, dann jetzt die violette Version. Wieder auf dem Erdboden anzünden. Alles geht nicht mit zwei Händen nur. Und ich filme es jetzt mal einfach mal mit der linken Hand. So, Blitz ausgeschaltet. Richtig schön. Ui. Ui! Okay, die hatte auch noch mal einen Aussetzer. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Bengal-Fackel-Video von Panda.